Willkommen zurück bei Punch Club. Ah ja, er hat keine Lust mehr. Ja, ich bin noch ein bisschen am Einstellen hier. Das ist ein bisschen mit OBS ein bisschen tricky. Man muss das ein oder andere versuchen und so weiter und so weiter. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen am Gucken, wie das Ganze so passt. Sollten die nächsten zwei Folgen bzw. die nächsten zwei, drei Folgen jetzt nicht so in der Bühne sein, der Qualität meiner Stimme, dann tut es mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. Aber wie schon erwähnt, ich bin gerade am Umstellen, ein bisschen Aufnahmesoftware werkeln. Deswegen könnte es durchaus möglich sein, dass es dem einen oder anderen nicht gefallen könnte, beziehungsweise den einen oder anderen Fehler gibt. So, oh, guck mal. Aber noch drei Stück. Genau. Ja. Wir gehen, was auch sonst, wir gehen Pizza verkaufen. Da gibt es ja nicht viel zu machen. Musik habe ich jetzt im Hintergrund keine an. Die habe ich vergessen. Die mache ich jetzt nicht so. Ja, lassen wir einfach mal so ein bisschen gemütlich. Ist ja auch schön. Ich glaube, wir könnten noch einmal einfahren. Obwohl das... Nein. Okay, wir gehen zu Fuß hier rüber. Kaufen. Ja, ist ja gut, Abo. Kaufen nochmal schnell ein. Dass in der Kühlschrank wieder voll ist. Und gehen nach Hause. Gehen was essen. Einmal. Mal ein wenig Fernsehen. So ein bisschen, solange er noch will, solange er noch kann. Hat sich ja gelohnt. Gut, dann gehen wir mal schlafen. Ich glaube, wir müssen mal wieder so ein paar Tage, zwei, drei Tage vielleicht zu Hause bleiben und dann wirklich mal nur arbeiten, schlafen, arbeiten. Aber ich will die Werte halt auch nicht so vernachlässigen. Weil das ja im Endeffekt auch kein Problem ist, denn wir haben ja... Ja. Im Endeffekt gesetzt. Aber egal, wir trainieren. Denn die Stärke ist wieder auf 5 runter und das ist nicht gut. Die Werte müssen nach oben, die Werte müssen nach oben. Ganz, ganz wichtig. Wir haben. Was haben wir denn? Theoretisch heute ein Ultimate Fight. Gut, wenn wir unsere Werte soweit stabil bekommen, dann würde ich fast sagen: Hey, komm, wir machen mal einen Ultimate Fight. Wir wagen uns mal. Ja, in die Höhle des Löwen. Nochmal. Wäre schön, wenn hier auch so ein paar dabei wären. Ja. So ist das. Kann man das vielleicht wirklich nochmal tun? Weiß nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ideal wär's. Mal die Stärke hoch. Seit wir können. Dann probieren wir es einfach mal ein Ultimate. Warum nicht? Können wir doch mal tun, ne? Weil wir mussten, glaube ich, auch noch zum Donnen. War da nicht noch was? Der Donnen? Hat mir da nicht was? Weil ich habe die Bar schon gesehen oder war das die andere Bar? Ich weiß, es gibt auch einen Don. Da, nee, das war's, glaube ich. Don. Na gut, jetzt haben wir den Ultimate Fight eh wieder. Dann würde ich sagen, gehen wir eine Runde schlafen. Gehen dann einfach mal wirklich hardcore arbeiten. Hardcore-Arbeit. So, wir gehen rüber. Hardcore. Arbeiten. Gut, dann gehen wir mal hardcore arbeiten. Das dauert jetzt natürlich wieder ein bisschen, aber mein Gott, ja, wir brauchen die Kohle, wir müssen Geld machen, also müssen wir dies tun, ob wir wollen oder nicht.
Derzeit könnte ich was trinken, wenn ich mir was zu trinken bereitgestellt hätte. Habe ich aber nicht. Super. Habe ich ja wieder gut gemacht. Ja, und wie geht's euch so? Alles gut? Alles klar? Oh. Das ist ein leichter, muss ich sagen, ein wenig langweilige Beschäftigung. Aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Wir brauchen das Geld, das wir dies tun. So, einmal hier hoch. Kaufen. Fleisch. Viel Fleisch. Da können wir uns anmelden für den Fight. Hier müssen wir ja auch noch hoch kommen eigentlich. Jetzt müssen wir wirklich erst einmal kurz was essen, einmal schlafen gehen. Ich melde mich an, oder wir melden uns an mit dem Tiger Joe nochmal für den Fight. Ultimate Anfängerliga. Denn wir wollen ja auch in die nächste Liga, ja? Wir wollen ja nicht in der Anfängerliga bleiben, oder? Wir wollen powern! Wir wollen hoch, auf jeden Fall. Der Fight heute? Ah ne, Ultimate Fight wäre. Guck mal weiter Fernsehen, dass du wieder munter wirst, dass du wieder spaßig wirst. Dann losen. Verstehe. Also. Gehen wir mal trainieren, denn die Werte sind wieder stark runtergegangen. Außer wir kriegen sie jetzt wieder hoch. Ja. Dann machen wir ein paar Liegestütze. Trainieren unsere Werte mal wieder hoch. Ah, gut. Ja. Spreche ich zu leise, dann nimmt das Programm nicht auf. Da muss ich nochmal feindüsten. Just. So, hier trainieren wir ja nochmal alle drei Werte. Wenn er mit dem 6-2-6 in den Kampf zieht, außer wir kriegen den Dreier noch hin jetzt. Ja, doch, haben wir noch. 6. DZ. So, das machen wir weg. Wir nehmen einfach mal mit. Wen haben wir denn? Lenny Moskowitz. Der ist 1,35. Also er geht mehr auf Ausdauer und Geschick. Kamikaze, Dreierschlag, Powerblock. Positive Effekte halten länger an, negative Effekte an deinem. Länger Boxer erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass alle Boxtalente ihr Ziel treffen. Gut. Ich würde sagen. Hauen die mal damit runter, versuchen es. Oh, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wir sind halt mit brachialer Gewalt, wir sind mit Stärke unterwegs. Ja, das sieht doch gut aus eigentlich, würde ich sagen. Seine Gesundheit sinkt und seine Energie geht runter. Perfekt. Unsere ist weiter oben. Wir könnten jetzt mal versuchen, dezent mit dem Cross Punch ihn versuchen, schnell auszunocken. Das klappt sogar sehr gut. Hey, super. Und bam. Komm. Los. Hallo. Jawohl. In Runde 2. Sieg für Tiger Joe. Yay. Dann haben wir jetzt wieder 7 Talentpunkte plus 32, plus 20 Dollar. Wunderprächtig. Das heißt, wir können hier jetzt weitergehen.
Und unseren ersten. Unseren ersten richtigen Knaller holen. Der Kniekracher, okay. Kräftiger Kinnhaken. Setzt Kinnhaken, trifft noch stärker. 6. Was? Trifft noch stärker, verbraucht mehr Energie, schwächt Ausdauer des Tieres. Verursacht kraftbedingt Schaden. Ersetzt den Schlag. Den Schlag nutzen wir ja eigentlich selten. Deswegen würde ich schon fast sagen, wir nehmen das oder den Knie. Verbraucht ein wenig mehr Energie, schwächt Ausdauer, Geschick des Ziels, lernen für 15. Wir nehmen den Kniekracher, da sind wir, glaube ich, recht gut bedient. Und melden uns nein. Auf der Liste, denn die. Hier. Wo sind wir denn? Hier sind wir. In der Anfänger-League, ja. Mr. Kekuse, 537. 137 Points hat er, 5, 6, 8, also auch einer, der auf Stärke geht. Unsere nächsten Gegner werden wahrscheinlich dann diese hier sein. Salvador Punches, Gordon oder King Sloan. Alles mehr auf Ausdauer, nicht auf Stärke. Das ist ja eigentlich gut für uns. So, wir gehen mal kurz hier hinten rein. Damit wir hier unsere Werte einfach mal pushen können noch. Das schadet, glaube ich, nicht. So, dann gehen wir darüber. Ausdauer trainieren und die Stärke trainieren. Einmal hier hin. Jetzt hat er Hunger. Ja, jetzt hat er das Ding gesehen, hat schon gedacht, nee. Hab ich Hunger. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ist okay, mein Freund. Ist okay. Hier hast du was zu essen. Gehst du schlafen? Das sieht doch alles recht gut aus. Mann. Auch wenn es leicht chaotisch ist. Wer weiß. Wer weiß. Haben wir dann hier? Wir haben hier hinten eine Baustelle. Wir sollten leicht arbeiten. Sollten wir vielleicht zur Baustelle gehen? Wir hauen uns zwar mehr aus, wir bekommen aber auch schneller mehr Geld. Ja, wir bekommen mindestens einen Uni hin. Mit dem Restenergie können wir notfalls dann noch in die Pizzeria gehen. Hört sich doch nach einem Plan an, oder? Jedes Mal dieser Kackkram kommen würde. So. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Pizzeria. Kaufen uns da vielleicht eine Kleinigkeit zu essen, damit wir da wieder ungefähr gleich sind. Liefern jetzt weiter Pizza aus. Da dürften wir eventuell ja, 90 hinkriegen, 90 Dollar dann. Denke ich, das dürfte klappen vielleicht. Ah, auf jeden Fall 60. 90 wird doch ein bisschen knapp. Ne, 90 kriegen wir nicht mehr hin. Okay. Aber das ist okay. Das ist okay. Jetzt gehen wir mal schnell dahin. Opu, kaufen wir schnell ein. Was kosten denn eigentlich die Energie? Ja, ist ja gut. Nimm mal einfach mal mit. Vielleicht können wir die nochmal gebrauchen. Jetzt nicht einen nehmen oder so, aber die können wir vielleicht irgendwie ja mal gebrauchen. Gebrauchen. So, meine Freunde, das war's mit dieser Folge. Ja, die letzten zwei Folgen sind ein bisschen kürzer. Das ist hoffentlich wohl nicht so schlimm. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Punch Club, meine Freunde, mit dem lieben Tiger Joe und mir und dem Night Ghost. Bis zum nächsten Mal, euer Nighty. Ciao.